Servus, also dann heute machen wir mal ein kleines Video über Hefeteig. Ja, also ich habe das geschaut, wo er ist. Wir brauchen Hefe, die hier oder ähnlich. Ups, bin wieder da. Und Puderzucker. Ja, ich schreibe das da wieder hier rein ins Video. Was wir genau für Mengen haben, aber ihr werdet sehen, das ist überhaupt keine Dramatik. Im Prinzip ist das der gleiche Teig wie der nur mit Puderzucker, nur stattdessen kommt hier der Eiweiß, also das Eiweiß rein, die Hefe. Hefe ist eigentlich pures Eiweiß. Ja? Je nachdem, wie viele haben wollt, aber ich mache zum Beispiel pro Kilo ein Päckchen. Das Päckchen hat 47 Gramm, ergo hätte ich 4,7% Eiweißanteil. Ja? Weil ein Kilo hat 1000 Gramm. Ja, dann stelle ich die Kamera mal um und dann gehen wir nach unten und dann mischen wir das Ganze mal zusammen. Im Prinzip ist es keine Dramatik, nur beim Eiweißteig. Bitte. Ja, Eiweißteig ist wirklich eine ganz gute Sache für die Ladies, nur der Eiweißteig hat auch. So gut wie er ist, so schlecht kann er sein. Wenn ihr zum Beispiel Eiweißteig einsetzt oder alle Teigarten, die im Prinzip die Kotblase belasten, der Bienen, und die können aber nicht fliegen, also die sind bei ihnen im Stock, ja, durch die Temperatur sitzen die voll in der Wintertraube, beziehungsweise es ist richtig schlechtes Wetter, so zwei Wochen, und ihr wisst, die können in den nächsten zwei Wochen mit Sicherheit nicht fliegen. Beziehungsweise ich würde sagen sogar eine Woche, dann würde ich keinen Eiweißteig auflegen. Ja? Egal was der im Prinzip dann für einen Effekt hat, der Eiweißteig zum Beispiel, mir ist halt aufgefallen, dass wenn man Eiweißteig füttert, also den wir jetzt hier machen, steigt die Brutaktivität und die Temperatur des Brutnestes. Allgemein die Temperatur. Man muss sich aber auch im Klaren sein, dass man mit Eiweißteig die Bienen verheizt. Also wenn man jetzt im Winter, mitten im Winter Eiweißteig füttert, ist das Risiko, dass die sich überarbeiten, sehr, sehr hoch. Man muss noch einen kleinen Unterschied, ein bisschen unterscheiden. Wenn ja normalerweise die Bienen Futter aufnehmen können, haben die Wahl zwischen ihrem Nektar, Honig oder Sirup oder Pollen. Ja, die können sich das aussuchen, nehmen da ein bisschen was, nehmen da ein bisschen was und dann ist gut. Wenn ihr Eiweißteig füttert, hat es einen anderen Effekt. Die können das nicht mehr aussuchen. Im Prinzip ist das wie so ein Energy Drink für die. Ja, so kann man sich das im Prinzip irgendwie so vorstellen. Die nehmen das auf, können aber nicht wählen, was sie nehmen. Also die nehmen im Prinzip wesentlich mehr auf, wie sie normal nehmen würden. Und das folgt dazu, dass die im Prinzip mehr Leistung geben. Das ist ungefähr, das kann man vergleichen mit Hühnern, mit Legemehl. Ja, wenn man es da übertreibt, schädigt man wesentlich mehr, wie wenn man gar nichts gemacht hätte. Also, und deswegen sage ich immer, Eiweißteig ist Fluch und Segen zugleich. Sehr gutes Eiweißteig, zum Beispiel diesen Teig, wo ich jetzt euch zeige, würde ich zum Beispiel, ich benutze den für meine Apideas. Ja, Eiweißteig bekommen alles, was keine Königin hat und sich eine Königin ziehen muss, die bekommen von mir ein kleines Stück Eiweißteig, aber auch nicht zu viel. Also meistens, wenn ich so ein Apidea bestücke, ist ein Drittel davon Eiweißteig und der Rest ist normaler Futterteig. Ja? Ganz normal, kein Honigteig, ganz normal, so wie ihr den gesehen habt, Futterteig. Dann bewirkt die Hefe in dem Eiweißteig, also in dem Teig, was wir machen, dass die Moleküle abspaltet vom Zucker. Im Prinzip ist das fast wie im Wert. Er wird umgearbeitet, aber noch nicht so ganz. Ja, also nicht falsch verstehen, er wird nicht komplett umgearbeitet, aber Großteil. Also die können das wirklich nehmen und sofort verarbeiten und füttern. Es ist für Apideas, für Belegstellen, wenn ihr was auf die Belegstellen fahren wollt. Super Sache, also wenn ihr da, ist fast vergleichbar mit Pollenteig, ja. Ihr könnt ja im Prinzip die Eiweißkonzentration erhöhen, dass ihr sagt, komm, ich nehme zwei so Päckchen, ja, pro Kilo.
dann sind wir schon bei 8, noch irgendwas Prozent. Ich musste feststellen, es gibt da nicht im deutschen, sondern im amerikanischen Raum, wo ist es noch? Spanien, glaube ich, irgendwo habe ich es gesehen, die verkaufen Eiweißteigarten mit 30, 40%. Ja. Der Teig ist nicht gedacht, um den Rehen nur so zu verfüttern. Das wird wirklich dann im Prinzip, die nehmen diesen Teig und teilen ihn auf. Ja, die kriegen dann kleinen Streifen Eiweißteig und normalen Zuckerteig. So im Prinzip. Was? Eiweißteig? Warum mache ich überhaupt einen Eiweißteig? Ich mache jetzt noch keine Ableger. Würde ich gerne darauf eingehen. Sobald ich merke, meine Bienen kommen langsam im Flugbetrieb. Ja, ich weiß, jeden dritten Tag ist jetzt Flugbetrieb, der größte Frost ist rum. Das ist jetzt bei mir in der Gegend wahrscheinlich so in 3 Wochen. In 3 Wochen ist es der Fall. Dann lege ich den Ladies Eiweißteig auf. Ich mache das schon ein paar Jährchen und ich mache da immer schön meine Vergleiche. Ich schreibe da immer mit in mein Büchlein, was ist, sind die Unterschiede. Also ich habe da wirklich dann 5 Völker so, 5 Völker so, 5 Völker wieder so. Alles am selben Stand, dass ich es natürlich auch vergleichen kann. Und ich musste feststellen, bei den Völkern, wenn ich so, bei uns hier in der Gegend, das ist meistens so Mitte Februar bis Ende Februar. Wenn ich halt merke, jetzt beginnt der Flugbetrieb, die können so jeden dritten Tag fliegen, spätestens dann lege ich den Eiweißteig auf, oder beziehungsweise genau dann lege ich den Eiweißteig auf, nicht spätestens. Dann sind die Brutnester größer, also die legen besser und die Bienen sind irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie vitaler. Also ich kann das jetzt nicht ganz, wie soll ich es beschreiben? Also wenn ich es jetzt rein in Zahlen fasse, sind die, wo ich das mache, zur gleichen Zeit, und ich rede jetzt nur vom Frühjahr, im Jahr später ist es dann egal, circa um 15% stärker. Ja? Nur so um ein paar Zahlen zu nennen. 15% sind die ein bisschen stärker und ja, und sie wirken auch vitaler. Und aus dem Grund mache ich mir jetzt den Teig. Man kann den Teig auch so nicht kaufen. Also ich habe auch die Experimente gemacht mit gekauften Eiweißteig. Ich habe das mit keine Ahnung was schon, allem möglichen. Also ich habe da extrem viel und ich musste irgendwie komischerweise feststellen, dass das irgendwie am besten funktioniert. Ich kann nicht genau sagen, wieso es so ist. Das müsste jetzt in einem Labor geklärt werden. Was ist da der größte Unterschied? Ja? Oder was ist allgemein der Unterschied zwischen normalen Eiweißteig und den hier aus der Hefe? Ich konnte nur feststellen, dass es halt wirklich sehr gut bei den Ladies ankommt. Auch bei Völkern, Ablegern. Wenn es mal Völker sind, die voll in Brut sind, alles volle Brutnester, dann musste ich feststellen, bremst der Eiweißteig. Ja? Dann bringt der, also der bringt keine Vorteile, sondern eher dann Nachteile. Weil man dann einen relativ hohen Totenfall hat, beziehungsweise die arbeiten sich wirklich zu Tode. Aber wenn man jetzt einen Wabenableger zum Beispiel, der Klassiker bei mir, lege ich einen Eiweißteig auf im Sommer. Bis dass die Königin da ist und dann kriegen sie einen normalen. Dann werden sie ganz normal gefüttert. Wie gesagt, Apideas bestücke ich mit einem kleinen Teil Eiweißteig. Anderer Teil, normaler Futterteig. Ja, aber jetzt genug gelabert. Ich fange jetzt an. Ich stelle die Kamera um und dann rühren wir das Ganze mal an. Und ja, bis dann. So, dann machen wir weiter. Also, ich habe da jetzt 2,5 Kilo Puderzucker, 100 Milliliter Wasser, ja, und viermal Hefe. Das ist jetzt mein Teig, so mache ich den immer. Das Einzige, was mich an dem Teig stört, ist der Geruch. Ich hasse, also ich mag den Hefegeruch gar nicht. So, dann fangen wir halt mal an hier.
So, dann geht es wieder ans Kneten. Wie gesagt, ich habe es mit dem Mixer, mit dem Knetstab jetzt alles schön gleichmäßig verteilt. Die Hefe und den Zucker. Und jetzt geht es ans Kneten. Hoppala. So, fertig ist er. Dieser Teig kommt jetzt bei mir in irgendeinen Eimer wieder. Da darf er durchziehen und in 2 Wochen ist er einsatzbereit für die Bienen. Und bis dahin wird das Wetter wahrscheinlich auch so werden. Also in 3 Wochen werde ich ihn brauchen wahrscheinlich. Von dem her, und da kriegt jedes Volk im Prinzip ja, ein bisschen mehr schon. Ja, geschätzt so. Warte mal, das sind jetzt, ich kann mal wiegen, oh, 250 Gramm. Das kriegt jedes Volk von mir. Und ja, gut. So, dann haben wir fertig. Ich mache das Ganze dann immer in so einen Eimer. Ja, bitte nehmt kein Fass, wo ihr richtig luftdicht verschließt, also wo komplett voll auf Druck zu ist, weil die Hefe etwas nachgärt. Also so richtig gären tut es nicht, weil einfach der Zuckergehalt viel zu hoch ist. Viel zu hoch. Aber die ersten 2-3 Tage arbeitet es schon. Also man merkt es, das arbeitet und dann hat es eigentlich gut. Danach wird es bei mir in so kleine Tütchen verpackt. 250 Gramm Weiß circa und kommt dann auf die Völker. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen, also mir fällt jetzt nichts ein. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es ja gerne drunter schreiben. Das ist auf jeden Fall meine Geheimwaffe im Frühjahr jetzt, wo ich einfach die Völker ein bisschen unterstütze. Im Prinzip, ich gebe ihr so ein bisschen Boost. Ja, und dann kommt eh schon das Frühjahr so richtig. Dann kommen die Futterwaben raus, aber das wird sehen in die Videos. Dann kommen die Futterwaben, alles restliche raus. Die werden dann eingelagert. Oder was ich auch schon gemacht habe, die Futterwaben, ich schleudere die mir ab, fülle dann das Ganze in Eimer und mache daraus im Prinzip, ja, das nehme ich dann zum Füttern für die Ableger im Sommer. Also ich nehme das nicht für nächstes Jahr, sondern das geht dann im Prinzip komplett drauf für die Ableger und das Zeug. Es geht jetzt eigentlich nur darum, wenn ihr jetzt ältere Waben habt und da ist viel Futter drin und ich will die aber raus haben jetzt, dann schmeiße ich die nicht einfach weg, sondern ich mache mir da wirklich die Arbeit, ich schleudere mir die aus, das Futter, und dann kriegen das die Ableger. Und somit sind sie safe, aber ein paar Waben hebe ich mir eigentlich immer auf. Also im Durchschnitt pro Volk, eine Wabe wird bei mir definitiv aufgehoben, das ist eigentlich so das Minimum. Da wo ich ja nichts rausmache, das hebe ich so auf, wie sie ist. Und das kriegen auch die Ableger. Aber das nur die relativ frischen, wenn ich so richtig alte schwarze Schinken habe, was bei mir sehr, 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 sehr selten vorkommt, einfach durch die Rotation meiner Rähmchen, ist das eigentlich fast unmöglich, weil die automatisch immer aussortiert werden. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was zeigen können. Wie gesagt, nicht füttern, wenn's nicht fliegen können. Ist Eiweißteig ganz, ganz falsch, ganz falsch. Da geht der Schuss nach hinten los. Dann, ciao.